Wir machen hier eine kleine Fragerunde und dann seid, weil ihr heute viel seid, sehr bald schon dran, dann werden wir Fragen von euch auch reinholen. Aber jetzt würde ich gerne natürlich die Sicht einer Philosophin kennenlernen. Es geht ja hier um öffentliche Güter, um Forschung, die öffentlich finanziert wird. Und das kann man sich auch philosophisch anschauen. Bitte. Ich möchte dann kurz anschließen an vorhin, Sie sind ganz kurz eingegangen auf so den Lebenszyklusprozess von einem Fachartikel. So, diejenigen von Ihnen, die Wissenschaftsbetrieb sehr gut kennen, werden verzeihen, wenn ich es kurz nochmal durchgehe. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler produzieren auf öffentlichen Stellen Artikel für kein Geld, die dann wiederum mit öffentlichem Geld erkauft werden, damit die digitale Kopie den Universitäts- oder Hochschulangehörigen zur Verfügung steht. Jetzt ist die eine Frage, warum tut man das? Das tut man deswegen, weil das Publizieren von Fachartikeln relevant ist für den Karriereverlauf einer Wissenschaftlerin. Das ist die wichtigste Publikationsform, die man haben kann im Lebenslauf, sind diese Fachartikel. Jetzt gibt es auch Open Access Journals, die im Internet frei verfügbar sind, die sind aber leider nicht so wichtig. Wichtigkeit wird im Wissenschaftsbetrieb gemessen am Impact eines Journals. Ich habe mir als Beispiel für die Philosophie die wichtigsten Journals gezogen und mir das angeschaut. Das erste ist der Philosophical Review, das hat momentan den höchsten Impact Factor, das heißt, die Artikel darin werden am meisten gelesen und zitiert. Ich habe versucht, außerhalb von dem geschützten Raum meiner Universitätsbibliothek einen Artikel dort zu bekommen. Ich könnte für $15 zwei Tage Zugriff darauf bekommen. Wenn Sie schon einmal einen wissenschaftlichen Text verfasst haben, dann wissen Sie, dass Sie mehr als nur einen Artikel brauchen und wahrscheinlich länger als für zwei Tage, um damit arbeiten zu können. Das heißt, das ist die Situation, die wir vorfinden. Ich möchte auch noch ganz kurz auf die von Ihnen, ich bin sehr froh, dass Sie die Bündelverkäufe angesprochen haben. Es ist nicht uninteressant, weil auch das vor allem in den USA dazu geführt hat, dass die Diskussion über Open Access stärker ins Rollen gekommen ist. Der Lebenszyklus geht dann so weit, also Bibliotheken abonnieren von großen Verlagshäusern bzw. Datenbankanbieterinnen Bündel von digitalen Kopien von diesen Fachzeitschriften. Jetzt ist das nicht nur in Bezug auf den Karriereverlauf relevant, sondern ist vor allem auch in Bezug auf wissenschaftliche Forschung relevant, weil Fachartikel eigentlich der schnellste Zugang sein sollten zu neuesten wissenschaftlichen Ergebnissen. Es ist nicht ganz so, aber es sollte so sein. Und vor dem Hintergrund ist es so, dass eigentlich die meisten Bibliotheken versuchen werden, so viele Fachzeitschriften wie nötig sind, für die eigene Forschungsgemeinschaft zu abonnieren. Jetzt ist es bei den Bündelverträgen so, dass manche Verlagshäuser behalten sich im Vertrag vor, die Bündel während der Vertragslaufzeit zu ändern. Das hat an der Universität von Hawaii, wo ich früher als Assistenzbibliothekarin tätig war, unter anderem dazu geführt, dass eine im Haus produzierte Fachzeitschrift den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dieser Fakultät nicht mehr zugänglich war, weil der Verlag sich entschlossen hat, den Vertrag zu ändern. Das hat an der Universität von Hawaii schon relativ früh dazu geführt, dass man ein digitales Repository eingerichtet hat und auf Zweitveröffentlichungsrecht gegenüber diesem Verlag bestanden hat. Aber das sind jetzt die Probleme im Wissenschaftsbetrieb, die daraus entstehen. Ich möchte ganz kurz auf die gesellschaftspolitischen oder die praktisch-philosophischen Probleme, die daraus entstehen, eingehen. Es sind epistemische, pragmatische und ethische Probleme, die daraus entstehen. Das erste, das epistemische Problem ist, der Dialog wird offensichtlich erschwert. Nicht jede Universitätsbibliothek hat sehr großen Zugang zu allen Journals, die sie vielleicht brauchen. Das heißt, dass eigentlich der vorgestellte Dialog der wissenschaftlichen Gemeinschaft gehindert ist durch die berühmte Paywall. Es gibt ganze Witze darüber, wie man versucht hat, einen Forschungsabstract zu schreiben und überall an eine Paywall, also eine Zahlungswand, gerannt ist, über die man nicht hinweg konnte. Das heißt, wir haben lauter Mauern, die zwischen unseren Forschungsgemeinschaften bestehen, die aus diesen Zahlwänden bestehen. Das zweite ist ein pragmatisches Problem. Wissensvermittlerinnen und Wissensvermittler, wie Sie auch vorher angesprochen haben, also Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Ärztinnen und Ärzte, Bibliothekarinnen und Bibliothekare,
haben, wenn sie nicht Universitätsangehörige sind, nur eingeschränkten Zugang zu den Datenbanken. In den meisten Fällen ist es so, dass die Hochschule einen Vertrag mit dem Verlag schließen wird, in dem festgelegt ist, dass nur innerhalb des Netzes der Universität Zugriff auf die zur Verfügung gestellten Fachartikel möglich ist. Die Studierenden unter Ihnen werden das kennen, das heißt, dass sie sich meistens ins VBN einloggen, eine IP-Adresse von der Universität bekommen und dann dort recherchieren können. Wenn Sie keine Universitätsangehörige sind, dann können Sie nur auf die Universitätsbibliothek gehen, um die Datenbanken zu konsultieren, vorausgesetzt Sie kriegen überhaupt eine Mitgliedschaft in der Universitätsbibliothek. Das heißt auch, dass Journalistinnen und Journalisten nur eingeschränkt Zugang zu Datenbanken haben, die vielleicht relevant sind. Und das Letzte ist vor allem ein ethisches Problem. Es stellt sich die Frage, ob es nicht ein Anrecht der Öffentlichkeit auf durch öffentliche Mittel finanzierte Forschungsergebnisse gibt. In dem Zusammenhang möchte ich auch noch auf etwas eingehen, das ich in der österreichischen Diskussion zu Open Access schmerzlich vermisse. Das ist nämlich die Digital Divide, also der digitale Graben, der zwischen einerseits dem Westen und dem Trikont besteht und andererseits innerhalb von Österreich auch regional und zwischen Klassen besteht. Der Digital Divide bezeichnet schlicht, wer hat Zugang zum Internet, wer hat Zugang zu den Dingen, die im Internet frei verfügbar sind. Ich glaube, ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden vorher die Einschränkung getätigt hat, jede und jeder, die, also alle, die Zugang zum Internet haben, haben Zugang zu diesen Daten. Der Zugang zum Internet ist aber global sehr ungleich verteilt. Das ist vor allem auch ein wissenschaftliches Problem. Wie wir wissen, ist es weiterhin so, dass die Wissenschaftstradition sehr stark eurozentrisch geprägt ist und es wird nicht besser davon, dass Leute im Trikont hinter der P-Wahl sitzen und zu Artikeln nicht dazukommen. Die momentane Praxis in der wissenschaftlichen Community ist, dass man sich auf Verteilern E-Mail schreibt, wer denn welchen Artikel auftreiben könnte und den dann Kolleginnen und Kollegen schickt. Es geht aber auch nur im begrenzten Ausmaß, weil, noch ganz kurz zum Internetzugang, ich habe eine sehr liebe Freundin, die Kanchana Mahadeva, die ist ordentliche Professorin an der Universität von Mumbai, die hat eine Wählverbindung. Das heißt, da ist nichts mit 500 Megabyte mal schnell irgendwo runterziehen, man muss sich sehr genau überlegen, welchen Artikel man nehmen kann und welchen nicht und wie viele E-Mails man Zeit hat zu schreiben, sehr langsam, um diesen Artikel aufzustellen. Gut, zuletzt möchte ich noch anmerken, dass die Open Access Bewegung fokussiert meines Erachtens nach sehr stark auf einzelne Verlage, also Elsevier ist sehr stark in der Kritik gewesen, eine Zeit lang auf JSTOR, auch im Zusammenhang mit den Geschehnissen rund um den Tod von Aaron Schwartz. Es stellt sich allerdings die Frage, ob es nicht ein systemisches Problem ist, das sich durch ein Fokussieren auf einzelne Verlagshäuser kaum lösen wird lassen. Danke. Danke vielmals. Jetzt kommen wir zur Politik. Sigi, ja, Demokratisierung, wäre Open Access auch eine Demokratisierung von Wissen? Wie schätzt du das politisch ein? Ja, also warum nehmen wir uns diesem Thema überhaupt an? Also in der Wissenschaftspolitik der Grünen ist ein ganz zentraler Faktor natürlich die Grundprämisse, dass alle die Möglichkeit haben müssen, zu studieren, Zugang zu Informationen zu erhalten, sich zu bilden. Also das ist ein ganz grundsätzlicher emanzipatorischer Anspruch, den wir da vertreten. Und das beginnt beim Zugang, also jetzt geht es in die Schulpolitik, das beginnt im Kindergarten in Wahrheit, also in der ersten Bildungseinrichtung und geht bis hin zu dem offenen Hochschulzugang, den wir vertreten. Und natürlich noch darüber hinaus, also Stichwort Lifelong Learning, also nicht im Sinne der ursprünglichen Interpretation, sondern jetzt einfach im Sinne der, es muss möglich sein, dass Menschen sich bilden können und Zugang zu Wissen und Wissenschaft haben. Und da gehört Open Access insofern natürlich dazu, als dass es nicht einsehbar ist, warum bestimmte Gruppen Zugang haben sollen zu Wissen und andere nicht. Und insofern ist es natürlich eine Demokratisierungsgeschichte, ganz grundsätzlich. Also ich meine, das fängt ja schon damit an, also sogar Studien, die von Ministerien in Auftrag gegeben werden, die werden meistens am allerwenigsten veröffentlicht. Mhm. Und es besteht keine Möglichkeit für die Bevölkerung, sich irgendwie objektives Bild selber zu machen. Auch Journalistinnen kriegen keinen Zugriff, was gerade bei den Studien, die von Ministerien zum Beispiel in Auftrag gegeben werden, ein großes Problem ist. Aber das betrifft natürlich auch den Wissenschaftsbetrieb als Gesamtes und wie Hochschulen funktionieren
Und es gibt da zwei Perspektiven, die finde ich sehr relevant sind. Das eine ist die Perspektive der Wissenschaftlerinnen selbst. Also es gibt je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet und forscht, es gibt Journals, die sind schlicht unbezahlbar. Und ich kenne auch Fälle, wo Leute gesagt haben, also wo Journals, die nicht in den Universitätsbibliotheken zur Verfügung stehen und wo Leute ihre Themen, ihre Abschlussarbeiten ändern mussten, weil die Literatur schlichtweg nicht bezahlbar war. Das ist so auf der Ebene der Wissenschaftlerinnen und die ganzen Probleme, die wir da haben. Also wir finanzieren Wissenschaft und Forschung zwar öffentlich, aber letztlich profitieren davon vor allem Verlage, aber da gibt es durchaus noch, gerade in Österreich, eine sehr besondere Konstellation der Forschungsfinanzierung, wie ich finde. Der FWF hat im Vergleich zur FFG sehr wenig Mittel. Also da haben wir im internationalen Vergleich ist da das Verhältnis umgekehrt, ein Drittel, zwei Drittel. Bei uns ist das zwei Drittel angewandt, ein Drittel FWF oder betriebsnah, da kann man drüber diskutieren, wie man das nennt. Aber es ist Faktum, dass die Öffentlichkeit von dem recht wenig hat, was da eigentlich finanziert wird. Und es ist ein ganz grundsätzlicher politischer Anspruch, das zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite ist natürlich eine der Entwicklungen der letzten Jahre mit Digitalisierung, mit E-University, mit E-Learning, die Situation, dass wir oft vor der Situation stehen, dass Lehrende sich strafbar machen. Also die Uni Wien hat zum Beispiel eine sehr umfangreiche Rechtsbelehrung oder Gutachten, wie auch immer man das nennen will, herausgebracht, wie denn nun eigentlich damit umzugehen ist. Ich nehme an, es gibt einige Studierende im Raum, es wird an den meisten Universitäten mit E-Learning-Plattformen gearbeitet, an der Uni Wien ist das Moodle und es gibt sehr starke Einschränkungen eigentlich rechtlich, was man dort überhaupt draufstellen darf. Das geht so weit, dass Professorinnen und Professoren Literatur, die sie selbst geschrieben haben, nicht online stellen dürfen, eigentlich. Genauso, dass man sich mit jedem Scan eines wissenschaftlichen Textes aus bestimmten Publikationen schon in einer rechtlichen Grauzone bewegt. Also das, was als Service für die Studierenden sehr viel wichtiger geworden ist und was auch natürlich den universitären Ablauf massiv erleichtert, nämlich dass man Texte online abrufen kann und gebündelt nicht mehr auf die Bib rennen muss und dann einen Folder mit möglicherweise nicht mehr ganz vollständigen Kopien selber nochmal kopieren muss, sondern es gibt Moodle und man kann sich die Texte runterladen. Das ist rechtlich alles schon nicht mehr so klar. Es ist bis jetzt nicht ausjudiziert, aber die Uni Wien sagt selbst, da gäbe es größere Schwierigkeiten, wenn da mal hier genauer nachgeschaut werden würde, welche Texte dort überhaupt online stehen. Und da geht es auch natürlich sehr stark um Journalartikel. Es gibt dann den Umweg, dass man sie ausdruckt und wieder einscannt, sodass man nichts drin suchen kann. Also ja. Und ich glaube, das sind so zwei Perspektiven, die man in der Positionsentwicklung berücksichtigen muss. Ganz grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir finanzieren Forschung und Wissenschaft öffentlich und deren Unabhängigkeit ist extrem wichtig. Und man muss sich vieler Mechanismen, die wir da haben, bewusst sein. Und eine, die ich da schon sehr relevant finde, die wir bis jetzt nicht angesprochen haben, aber durch die Art und Weise, wie Fachzeitschriften funktionieren und wie Verlage funktionieren und auch wie groß diese Verlagszusammenhänge sind, da gibt es einen Selektionsmechanismus, der aus meiner Sicht, also den muss man schon kritisch anschauen, ja, dass Verlage wie Springer, Bertelsmann, ist in der Schulbuchdiskussion zum Beispiel sehr zentral. Es sind kommerzielle Verlage, die ein Stück weit mitentscheiden, was als wichtig erachtet wird und was nicht. Da würde ich vielleicht später noch was dazu sagen, was die Qualitätssicherung und die Peer-Review-Verfahren betrifft. Ich bin nämlich nicht mehr der Meinung, dass das unbedingt in jedem Fall die perfekte Lösung ist, weil einfach Peer-Review-Verfahren inzwischen auch sehr schnell abgewickelt werden. Und ja, also es gibt eine Selektionsleistung, die durch diese Verlage zustande kommt, die man zumindest mal kritisch sich anschauen muss. Jetzt habe ich schon sehr lang geredet. Das passt schon. Danke, Sigi. Du kommst schon ohne dran. Okay. Es haben sich natürlich eine Reihe von Fragen ergeben. Meine erste Frage möchte ich gleich an dich richten. Du hast ja schon die Hindernisse, die ökonomischen Hindernisse genannt, die in Richtung Open Access sozusagen im Weg stehen. Jetzt würde es mich trotzdem interessieren, wenn in den USA
bereits durch den Freedom of Information Act diese Preise bekannt sind dort. Ich nehme an, dass die in Europa sich nicht stark unterscheiden. Was zahlen denn die Bibliotheken für solche Zeitschriftenbündel? Kommt drauf an, also was man in diesem Paket mit drin hat. Man weiß, also jetzt gerade letzte Woche ist ein großer Artikel erschienen in einer Fachzeitschrift, die diese Daten erhoben haben. Welche Fachzeitschrift, die musste man auch kaufen, oder? Nein, man kauft in der Regel von diesen großen Verlagen ein Bündel von Zeitschriften. Ja. Elsevier nennt das sogar Freedom Collection. Freedom heißt, man kann sich aussuchen, wenn man eine bestimmte Summe zahlt. Man zahlt eine Million. Ich glaube, Cambridge zahlt für das Paket von Elsevier 1,2 Millionen Pfund. Das sind 1,5 Millionen Euro. Und da ist dann, glaube ich, auch fast alles drin, was die haben. Allerdings gibt es dann andere Bibliotheken, die bezahlen weitaus weniger, weil sie eben besser verhandelt haben, weil die wahrscheinlich jünger sind und noch nicht so lange in diesen Vertragsverhältnissen von Elsevier. Und genau das ist das Problem, dass wir, zumal die Mindestanforderungen einer Marktwirtschaft zu erledigen, braucht man Preistransparenz. Und durch Preistransparenz entsteht ja auch Wettbewerb. Man kann über alle anderen Sachen, die daraus folgen, noch diskutieren. Aber das wäre für mich erstmal eine Grundanforderung an einen funktionierenden Markt. Und da habe ich auch nichts dagegen, dass ein Verlag kommerziell ist und damit Geld verdient. Das Problem ist hier, dass wir es mit faktisch Monopolen zu tun haben, die Preise diktieren können. Und das erzeugt für alle, vor allen Dingen für die Abnehmer, also für die öffentliche Hand, große Probleme, weil sie natürlich immer mehr zahlen muss dafür, ohne dass davon die Serviceleistung oder das Angebot besser wird. Und da denke ich, da kann man insofern gegensteuern, als man selbst wieder aus der öffentlichen Hand, die das ja eh alles finanziert, selber als Anbieter auf dem Markt tätig wird. Es gibt ein sehr prominentes Beispiel, wo sich drei sehr wohlhabende Institutionen, die Max-Planck-Gesellschaft, der Wellcome Trust und die Howard Hughes Foundation, Medical Institute zusammengetan haben und eine Zeitschrift geschaffen haben, eine Open-Access-Zeitschrift, wo er dann publizieren kann, wenn der Artikel halt angenommen wird und wo alle das frei lesen können. Und das für alle kostenlos ist. Das tragen die halt dann. Und die sind jetzt mittlerweile schon Konkurrenz von sehr renommierten Zeitschriften wie Zell. Und das ist, glaube ich, die Zukunft. Und die wird nur funktionieren, wenn wir sozusagen als Forschungsstätten, als Förderinstitutionen dort auch in Zukunft mehr investieren, um Konkurrenz für diese Verlage zu bilden. Ich will keine Verlage enteignen oder sowas. Was ich als Mindestanforderung stellen würde, ist, einen vernünftigen Wettbewerb zu haben. Apropos Wettbewerb und Markt, die Frage stelle ich jetzt quasi an beiden von euch, weil immer zuerst, also ihr könnt jederzeit einfach reinreden, gell? Das ist auch kein Problem. Die stelle ich jetzt an beiden von euch, wer immer zuerst anfragen will. Wenn so viele Universitäten und Forschungsstätten Open Access Policy verfolgen, warum kaufen die dann diese Zeitschriftenbündel noch? Ich meine, wäre es nicht einfach zu sagen, also wenn die alle Open Access machen, dann machen wir wirklich nur noch Open Access und wir kaufen die einfach gar nicht mehr. Und dann würde ja der Markt sich auch mal dramatisch ändern, würde ich mal meinen, oder? Also ich glaube, der springende Punkt ist, dass es müssten die Fachzeitschriften, die relevant sind für den Karriereverlauf von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die müssten Open Access gehen. Dafür gibt es Instance-Programme, auch meines Wissens nach auch vom FEF ein Instance-Programm, wenn ich mich nicht richtig... gibt es nicht mehr, schade. Vielleicht können Sie uns nachher sagen, warum es das nicht mehr gibt. Ich habe das nämlich nicht gewusst, aber der Punkt ist, es bräuchte eine kritische Masse an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sagen, in der wissenschaftlichen Zeitschrift, wo ich im Beirat sitze, da machen wir jetzt Open Access. Also solange es nicht eine kritische Masse gibt, die sich dahin bewegt, wird es auch nicht passieren. Also das ist meine kurze Antwort dazu. Also die ursprüngliche Erwartung, da muss man jetzt vielleicht ein bisschen ins Detail gehen. Dieses Open Access Modell, vereinfacht gesagt, unterscheidet sich in zwei, man sagt, Wegen. Der eine heißt der grüne Weg, der andere heißt der goldene Weg. Der grüne Weg bedeutet, dass man nach einer Publikation in einer klassischen Subskriptionszeitschrift nach einer gewissen Embargozeit, so 6 bis 12 Monate, das Recht hat, den Artikel
frei zugänglich zu archivieren, entweder in einem disziplinär orientierten Repositorium oder in einem institutionellen Repositorium, sprich an seiner eigenen Forschungsstätte. Und die Erwartung damals war, wenn das alle irgendwann machen, bricht das System zusammen. Dann irgendwann werden die Bibliotheken sagen, wenn alle das zu 100% archivieren in ihren Repositorien, dann werden die Bibliotheken irgendwann sich überlegen, überhaupt noch Zeitschriften anzuschaffen, und dann gehen die Verlage daran kaputt. Das ist leider nicht eingetreten, aus verschiedensten Gründen. Also erstens gibt es diese Embargo-Zeiten, man muss halt oft 6 oder 12 Monate warten. Das ist in einigen Disziplinen, wo es sehr schnell gehen muss, insbesondere so in den Lebenswissenschaften, ein Problem. Das ist nach einem Jahr ist so ein Artikel schon wieder veraltet, den liest dann niemand mehr. Das zweite Problem ist, dass es nie das Original ist, was Sie dort archivieren dürfen. Es ist immer eine grafisch vom Verlag noch nicht bearbeitete Kopie des Autoren oder der Autorin. Das macht es sehr problematisch, solche Sachen auch zu zitieren. Sie können zwar den Inhalt wahrnehmen, aber Sie können dann oft nicht wörtlich zitieren. Das ist in einigen Disziplinen ein großes Problem. Deshalb gibt es eine andere Linie, die sagt, die nennt sich Gold Open Access, die sagen, wir gründen von Anfang an unsere Zeitschriften als Open Access Zeitschriften. Diese Zeitschriften müssen sich natürlich auch irgendwie finanzieren. Und da gibt es zwei Wege, solche Zeitschriften zu finanzieren. Entweder man knüpft den Autoren ein Geld ab, das sind diese sogenannten Article Processing Charges. Das heißt, man sagt, wenn du bei uns angenommen wirst und publizieren wirst, musst du bei uns eine Gebühr zahlen, damit wir unsere Kosten decken können. Das ist jetzt egal, ob der Verlag jetzt nicht kommerziell oder kommerziell ist. Da fallen halt Kosten an. Oder aber es erklären sich so eine Institution wie Max-Planck-Gesellschaft bereit, die gesamten Kosten der Zeitschrift zu übernehmen und die Kosten damit für alle zu decken. Beide Modelle gibt es. Vor allen Dingen in den Lebenswissenschaften hat sich diese Article Processing Charges mittlerweile durchgesetzt. Das liegt auch daran, dass in den Lebenswissenschaften sehr viel Geld fließt, also in Form von Drittmitteln. Die haben halt diese Mittel, um sich das leisten zu können. In den Geistes- und Sozialwissenschaften ist das viel problematischer. Da sind auch die meisten existierenden Open Access Zeitschriften bisher ohne Gebühren. Da wird es halt von den Universitäten oder Bibliotheken getragen. Das Problem, und das haben Sie schon angesprochen, ist das Renommee dieser Zeitschriften. Man muss sich vorstellen, das werden Sie, wenn Sie in der Bibliothek gearbeitet haben, noch besser wissen, um eine gute Fachzeitschrift zu etablieren, dauert es in der Regel mindestens ein Jahrzehnt, wenn nicht noch länger. Die Top-Zeitschriften in den Naturwissenschaften sind alle, die Science and Nature sind über 100 Jahre alt, die haben ihr Renommee über Generationen aufgebaut. Und diesen Prozess müssen viele Open-Access-Zeitschriften erst einmal durchmachen. Die meisten sind sehr, sehr jung. Das wird noch eine Weile dauern. Es ist aber zu erwarten, dass der, und das sieht man auch an den Statistiken, dass der Anteil dieser Open-Access-Artikel permanent steigt. Der ist jetzt etwa bei gut 20%. Er wird noch weiter steigen. Es gibt Erfolgsmodelle wie diese sogenannte Public Library of Science, die 7 oder 8 Zeitschriften herausgeben. Unter anderem auch das größte Fachjournal der Welt, das PLOS ONE, das ist in den Life Sciences angesiedelt, die publizieren im Jahr an die 35.000 Artikel in einer Fachzeitschrift, was natürlich in der Papierwelt faktisch unmöglich gewesen wäre, so eine Zeitschrift zu betreiben. Und die sind damit auch kommerziell in dem Sinne erfolgreich, dass sie ihre Kosten sehr gut decken können und immer wieder in neue Features auch investieren können. Also das sind so die. Wie finanziert sich das? Das finanziert sich durch Autorengebühren, also wenn man dort publizieren will, die haben eine Autorengebühr etwa von $1.300 im Moment, die müssen die Autoren zahlen. In der Regel zahlen sie es nicht aus ihren eigenen privaten Mitteln, sondern aus ihren Forschungsmitteln. Mhm. Das ist auch nicht so unbekannt, ich hatte vorhin dieses Modell in den kontinentaleuropäischen Geisteswissenschaften erwähnt, wo, wenn man ein Buch publizieren wollte, auch schon seit Jahrzehnten selber Druckkostenbeiträge aufbringen musste, auch mit Höhen über 10.000 Euro oder so. Gut, da gibt es von der Karin Kuchler noch eine Wortmeldung dazu. Zwei Dinge, also das eine ist, ich wollte
vorher eigentlich noch kurz nachtragen wegen der Unternehmen, also JSTOR, Journal Storage, das retrokonvertiert, das für die Geistes- und Kulturwissenschaften eine relativ wichtige Providerin ist, ist eigentlich eine Not-for-Profit-Organisation und hat aber trotzdem relativ heftige Corporate-Regeln. Also es sind nicht nur Unternehmen, die da sehr entschlossen vorgehen, sagen wir so. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, ich denke, es ist auch eine politische Entscheidung, wenn man sagt, man nimmt Mittel in die Hand, um Publikationsförderung und eine Basisförderung wieder zu betreiben für wissenschaftliche Institutionen, auch außerhalb der Universitäten, oder man tut es nicht. Also es muss nicht zwingend so sein, dass Open Access Publikation heißt, dass Autorinnen und Autoren Geld zahlen, was natürlich für junge Wissenschaftlerinnen oder Leute mit wenig Geld nicht sonderlich hilfreich ist. Ja, ja, ich würde auch noch gerne zwei Punkte dazu sagen. Bitte, gerne. Das eine ist, Überblick ist natürlich nicht so gut wie der Herr Reckling, aber ein Punkt ist schon, dass die großen Verlage sich auf diese Änderung ja auch einstellen und bereits selber ihre Open Access Zeitschriften, also die betreiben, also die beuten Wissenschaftlerinnen doppelt und dreifach aus. Also auf der anderen Seite, also die Artikel werden teilweise von den, also auch wie Artikel überhaupt abgegeben werden muss. Ja, das muss teilweise fertig lektoriert, teilweise sogar layoutiert oder vorlayoutiert sein. Also die Verlage lagern sehr, sehr viele, sehr, sehr große Teile der Arbeit aus. Ja, die ganze Peer-Review-Geschichte, also ich weiß nicht, ob das Peer-Review-Verfahren allgemein bekannt ist, aber Wissenschaftlerinnen bewerten eben die Artikel. Es gibt dann verschiedene, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie gut man das absichert. Das ist inzwischen, dafür kriegt man auch kein Geld und es ist regelmäßig passiert in Kommissionen, dass die Leute daneben gesessen sind, die Profs, und schnell mal ihre Peer Reviews gemacht haben für irgendwelche Artikel, so nebenbei. Ja. Also das war der Punkt, den ich vorher einbringen wollte, mit von wegen, wie gut ist die Qualitätssicherung tatsächlich durch diese Peer Reviews. Das ist nämlich einer der Punkte, die gegenüber Open Access immer dann als erstes eingebracht werden, nämlich die Qualitätssicherung wäre nicht gesichert, weil ja die Leute selber Interesse daran haben zu publizieren und sie zahlen dann Geld dafür und dann ist, da steht dann plötzlich ganz viel Blödsinn in den Journals drinnen, wiewohl wir aber wissen, dass auch in renommiertesten Zeitschriften auch regelmäßig Artikel untergebracht werden, sogar absichtlich, um zu schauen, wie gut die Qualitätssicherung tatsächlich ist und das gar nicht unbedingt so gut funktioniert. Ein anderer Punkt in dieser ganzen Diskussion ist natürlich schon auch, also was die Impact-Faktoren betrifft, die Bewertung dieser Journals und eben der lange Zeitraum, um sich etabliert zu haben. Da gibt es schon ein Gesamtzusammenspiel zwischen der Ökonomisierung im Hochschulbereich mit dem Druck, dem Jungwissenschaftlerinnen ausgesetzt sind, dem Druck zu publizieren, ja, möglichst viele Artikel, also die DFG ja zum Beispiel, also die Deutsche Forschungsförderungsgesellschaft, hat inzwischen bei ihren Einreichungen ein Limit von 3 Artikeln, die überhaupt nur mitgegeben werden dürfen, um der Salamitaktik entgegenzuwirken, also nämlich dem Phänomen, dass Wissenschaftlerinnen ein und dieselbe Geschichte möglichst oft versuchen zu verkaufen oder Studien oder Forschungsprojekte in möglichst vielen Artikeln verpacken, um eben eine lange Publikationsliste zu kriegen. Also ich sehe in Open Access, also ich meine, das kann natürlich nicht das Instrument sein, das jetzt alle Probleme im Wissenschaftsbereich löst, aber ich sehe durchaus Zusammenhänge, wo man mit Open Access ein Stück weit entgegenwirken könnte, auch was die momentane Verfasstheit der Wissenschaftsinstitutionen und die Situation von Jungwissenschaftlerinnen betrifft. Eines der Themen, die wir, also der grünen wissenschaftspolitischen Themen, sind natürlich die ganzen Prekären, die sehr viele sind und von denen der FWF, also die zum Beispiel eben mit FWF-Projekt nach dem anderen oder anderen Forschungsprojekten arbeiten. Die Zahl der Projektangestellten an Universitäten ist sehr hoch. Und das sind alles so Punkte, die ineinander greifen ein Stück weit. Also wenn ich darauf angewiesen bin, damit ich beim FWF, also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel wahrscheinlich, weil die Kriterien zur Bewertung dort sehr gut und vielschichtig sind, aber alleinig so Überlegungen, wen schreibt man auf ein Paper drauf, wer steht als erstes dort, wo eben auch Rücksicht genommen wird drauf, wer hat schon wo publiziert und so weiter. Also wo diese ganzen Gütekriterien, die in der Wissenschaft eingeführt worden sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ja, die
muss man schon sehr kritisch betrachten. Und ich glaube, dass die Open Access-Debatte, das kann ein Side-Effekt davon sein, dass man sich auch diese Kriterien nochmal neu anschaut und ob das wirklich richtig ist, diese, zum Beispiel diese Impact-Faktor-Berechnung, die teilweise je nach Disziplin auch überhaupt nicht mehr zutreffend ist, ja, je nach Forschungskultur. Ja. Ja, danke. Ich habe noch eine Frage an Karin Kuchler. Und zwar wurde ja ganz anschaulich und für mich auch nachvollziehbar gesagt, dass es für den Karriereverlauf eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin einfach so immer noch eine ganz tragende Geschichte ist, ob in welchen Publikationen, in welchen Zeitschriften man publiziert hat. Wie könnte man diesen Teufelskreis durchbrechen? Also da gibt es ja sicher auch Ideen, aber vielleicht wer andere da irgendwie Erfahrung hat oder Gedanken hat, gerne, aber das müsste doch veränderbar sein, oder nicht? Danke für die Antwort. Aber ich sitze hier als Philosophin und nicht als Politikerin, also kann ich auch meine Zeit kurz nachdenken. Das war auch eine philosophische Frage. Okay, ich glaube Folgendes. Also ich glaube, dass es gibt ein gesellschaftliches Anrecht darauf, dass man Leute auf öffentlichen Stellen arbeitet, dass die gewissen Qualitätsanforderungen genügen. Ja? Ich würde allerdings in Frage stellen, dass die Qualitätsanforderungen, die momentan gestellt werden, dass das die sind, die es tatsächlich tun werden. Ja? Ich würde zum Beispiel in Frage stellen, ob bei einer Tenure-Stelle, ob nicht auch zum Beispiel Lehrevaluationen eine Rolle spielen sollten, was sie momentan nicht tun, was sie im angloamerikanischen Raum zunehmend tun. Bei uns ist es irrelevant. Bei uns ist bei der Habilitation so, dass es gibt ein didaktisches Gutachten der Studienvertreterinnen und das ist die ganze Evaluation der Lehre für die Lehrbefugnis an den österreichischen Hochschulen. Also ich würde die Frage stellen, ob man nicht Lehre mit einbezieht. Ich würde die Frage stellen, ob man nicht doch wieder die Arten von Publikationen aufmacht und Gutachten, also Leute auch zulässt, wenn sie zum Beispiel mehr Monographien, also Einzeldarstellungen publiziert haben. Und die andere Frage, die ich mir stellen würde, ist, ob es wirklich je länger, desto sein muss. Das ist das andere. Und das Letzte ist, das wissen wir eh leidlich, deswegen auch die Nachdenkpause, dass momentan ist es ja so, dass durch das Universitätsgesetz 2002, dass wir eine Austrocknung des Mittelbaus, also des wissenschaftlichen Nachwuchses an den österreichischen Universitäten haben und mit dem Modell kommen wir sowieso nicht sehr weit. Also deswegen auch ist es eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Das ist meine Rolle, schwierige Fragen zu stellen. Also, ein Schlüssel ist dazu schon, ja. Also, wir sind in der Situation, wo ein sehr, sehr großer Teil jener Leute, die an Universitäten lehren und forschen, in extrem prekären Verhältnissen arbeiten und sich tatsächlich von einem Projekt zum anderen hangeln und null Absicherung haben, immer befristete Dienstverhältnisse haben, teilweise Workloads, die nicht bewältigbar sind. Und ich glaube schon, dass das auch ein Problem ist, das auf struktureller Ebene angegangen werden muss. Also im Sinne von mehr Laufbahnstellen, also das ändert nichts daran, also es gibt immer einen wissenschaftlichen Wettbewerb und es ändert nichts daran, dass Leute publizieren werden. Aber die Art und Weise, wie das momentan funktioniert und wie, also ich meine, ich habe 2011 wieder neu zu studieren angefangen, wegen Studienwechsel und so weiter. Und die Leute überlegen sich jetzt schon, wie sie ihre Bachelorarbeiten publizieren können und möglichst viele Publikationen schon in einem sehr frühen Stadium des Studiums überhaupt zusammenbringen, damit sich das für sie in irgendeiner Weise möglicherweise ausgeht. Und das sind schon eigentlich etwas perverse Entwicklungen, würde ich sagen. Also, ich würde jetzt nicht in die Debatte um Leistungsmessung, Peer Review und so einsteigen, weil das ist eine abendfüllende eigene Veranstaltung. Aber ich will vielleicht den Bogen zum Open Access spannen. Wenn man, und das ist wieder eine relativ praxisnahe Sicht. Bei den Leistungsmessungen gibt es für diese großen bibliometrischen Datenbanken, also die Zitation zählen und das auch auswerten, gibt es zwei kommerzielle Anbieter, die den Markt beherrschen. Und da will ich nochmal den Bogen schlagen zu meiner Bemerkung, dass das größte Problem wahrscheinlich langfristig sein wird, die Kontrolle der wissenschaftlichen Daten, die Verlage haben, weil sie eben das Copyright an den Publikationen haben. Und dort gibt es eine große Chance durch das Open Access, auch hier den Markt wieder mal ein bisschen zu revitalisieren. Wenn ein Großteil der Publikationen frei zugänglich ist,
dann werden sich automatisch, das zeigt das Beispiel PubMed Central jetzt schon, werden sich automatisch neue Anbieter, auch nicht kommerzielle Anbieter, draufsetzen und ihre eigenen Tools zur Auswertung von Publikationen jedweder Art anbieten. Und wir haben nicht mehr diese dominante Stellung von zwei Anbietern, deren Resultate im Wesentlichen auch nicht reproduzierbar sind. Sie bekommen, wenn Sie heute eine bibliometrische Analyse einer Institution, einer Person, einer Forschungsgruppe machen lassen, dann kriegen Sie das. Und wenn Sie die Rohdaten dafür haben wollen, dann müssen Sie Hunderttausende von Euro bezahlen, um das selber reproduzieren zu können. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, insbesondere dann, wenn Forschungsstätten das relativ unreflektiert als Evaluationsinstrument einsetzen. Dann müssen sie das glauben oder nicht. Und das ist ein großes Problem. Und dort, denke ich, hat Open Access auch eine marktvitalisierende Wirkung. Der zweite Aspekt ist, dass sich mittlerweile auch nicht Ersatz, aber alternative Metriken herausbilden, die durch das Open Access befördert wurden. Und auch durch das Netz zum Beispiel. Es ist ja klassische Bibliometrie funktioniert so, dass es ein innerwissenschaftliches Zitationssystem ist. Es werden die Zitationen gemessen, die in einer Datenbank von anderen Publikationen, die auch in dieser Datenbank sind, zitiert werden. So funktioniert das. Jetzt gibt es alternative Systeme. Dieses Konzept nennt sich Altmetrics. Das schaut sich auch an und funktioniert relativ gut. Ob wissenschaftliche Publikationen nicht über wissenschaftliche Artikel hinaus erwähnt werden, beispielsweise in Blogs, in sozialen Foren, Twitter etc. Das ist so ein Modell, das hat sich ja jetzt herausgebildet und es scheint in einigen Disziplinen schon ganz gut zu funktionieren. Es wird diese alten bibliometrischen Modelle nicht ersetzen, aber es kann sie, glaube ich, ganz gut ergänzen. Das sind so zwei Effekte, die man aus dem Open Access für diese Diskussion der Leistungsmessung mitnehmen kann. Patrick Danowski vom IST Austria und ich habe direkt eine politische Frage. Und zwar diese Metriken, die werden ja nicht nur zur universitären Bewertung, sondern werden auch zur Bewertung von Einrichtungen verwendet. Vom Ministerium irgendwie werden genau diese gleichen Metrikenzahlen, von denen wir gehört haben, werden eine Bewertung der Einrichtungen verwendet. Da spielen Altmetrics zum Beispiel noch gar keine Rolle. Die Frage ist irgendwie, kann man politisch nicht auch was dran ändern, irgendwie an dem ganzen Prozess, irgendwie, wenn man da auf mal eine Umstellung überlegt, irgendwie, wie man Qualität von Wissenschaft auf politischer Ebene misst? Erst einmal ein kurzes Statement, weil das die ganze Zeit irgendwie so in einen Topf geworfen worden ist. Es gibt ja wohl einen Unterschied zwischen Urheberrecht und Nutzungs- oder Verwertungsrecht. Die Frage darauf, wenn man als Förderstelle Förderkriterien schafft, wo ist das Problem, in die Förderkriterien eine offene Lizenz hineinzunehmen? In verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel in der Software, gibt es das heute überall. Man kann Sachen verwenden wie die GPL, wie die MIT-Lizenz und so weiter und so fort. Und auch zum Beispiel bei Fotos oder bei anderen Daten, die Creative Commons, Namensnennungslizenz und so weiter und so fort. Wo ist das Problem am Ursprungspunkt, nämlich an der Förderung, an der öffentlichen überhaupt anzusetzen und zu sagen, hallo, wir fördern nur, wenn. Ich hätte gerne, dass jemand mein moralisches Dilemma bezüglich Open Access Gold auflöst. Und zwar ist es mir gerade vor zwei Wochen wieder passiert, es ist ein Artikel akzeptiert worden in meinem Gebiet, ganz akzeptabel im Journal. Und nachdem das akzeptiert worden ist, frage ich eben wegen der Open Access Option, weil das unter anderem aus einem Projekt entstanden ist, vom FF gefördert. Und dann sagen mir die, ja, das kostet 1500 US-Dollar, damit sind Kosten gedeckt für Peer Reviewing, Editorial, Publishing, Archiving. Dann denke ich mir, ich habe als Reviewer noch nie was bezahlt bekommen. Die Editors bekommen auch nichts bezahlt. Das Publishing funktioniert so, dass ich denen sage, ihr habt alle meine Grafiken entfernt und die eine Grafik, die überlebt hat, schaut über den Text, könnt ihr bitte das Typesetting wieder korrigieren. Und das Archivieren funktioniert auch nicht, weil die BibTeX-Files kaputt sind, weil man zu den PDF-Files nicht kommt, weil die Oberflächen kaputt sind. Und dann frage ich mich,
wieso zahlt jetzt sozusagen die Republik Österreich oder der FF oder irgendeine öffentliche Einrichtung 1500 US-Dollar für, aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann? Das kann ich, Ihre Frage kann ich relativ einfach beantworten, das tun wir. Wenn wir zusätzlich Kosten zahlen für Publikationen in Open Access Zeitschriften, fordern wir die CC BY Licenses ein. Das machen wir. Allerdings ist es so, wenn jemand in einer traditionellen Subskriptionszeitschrift veröffentlicht, ist es immer noch im sozusagen Verhältnis von Verlag und Autor, wie die ihre Rechte regeln. Das könnte man nur dann regeln, wenn wir sagen würden, wir verpflichten dich generell nur noch in Open Access Zeitschriften zu veröffentlichen, ob sie nur was kosten oder nicht. Im Moment würde ich sagen, das setzt noch nicht mal der Wellcome Trust durch. Das setzt im Moment keine Organisation durch, weil es eigentlich in die Publikationsfreiheit eingreifen würde. Zukünftig wäre das ein Ideal. Der Wellcome Trust, also das ist, glaube ich, die aggressivste Organisation, die progressivste Open Access Policy hat. Die können sich das auch leisten, weil sie eine Charity sind mit 25 Milliarden Pfund im Hintergrund. Das ist ein bisschen was anderes als bei uns. Die sagen dann, du darfst nicht in Zukunft nochmal einreichen, wenn du nicht unseren Open Access Regeln gefolgt bist. Aber im Moment ist es für eine öffentliche Förderorganisation faktisch nicht durchsetzbar. Aber bei allen Publikationen, die wir zusätzlich finanzieren, in Nicht-Subskriptionszeitschriften fordern wir diese sogenannte freie Lizenz, also in dem Fall die CC BY License ein. Ihren moralischen Konflikt kann ich verstehen. Das ist halt so, dass die Verlage auch im Open-Access-Bereich Kosten nehmen und die Wissenschaftler versuchen, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Es ist jetzt eigentlich egal, ob sie das über die Subskription machen oder ob sie das über eine Open-Access-Gebühr machen. Ich kann Ihnen ein anderes Beispiel nennen. Die 10 teuersten Open-Access-Artikel, wir haben das öffentlich gemacht für 2013, können Sie sich bei uns im Internet anschauen, ist eine Zeitschrift, die existiert gerade mal ein halbes Jahr. Ich sage jetzt nicht den Verlag, ist eine renommierte Branding, nicht der Verlag, sondern das Branding der Zeitschrift, und die verlangen 5.000 Dollar für die Publikation und wahrscheinlich ähnliche Sachen, die bei Ihnen passieren. Das wird sich nur dann ändern, und das war sozusagen ist meine Mantra, wenn wir denen als öffentliche Förderträger, Forschungsorganisationen, konkurrierende Marken, gute Marken entgegensetzen. Nur dann wird sich das ändern. Ansonsten wird das so bleiben, und es wird sich auch, Open Access ist nicht die heile Welt, sondern die Verlage nutzen das auch als Publikationsmodell, als Verdienstmodell und werden die Preise weiter nach oben treiben. Und wir werden uns in Zukunft auch überlegen, ob wir die zusätzlichen Mittel, die wir für Open Access ausgeben, ob wir die deckeln. Wir sagen also, wir bezahlen nur noch eine bestimmte Summe. Wenn ihr als Wissenschaftler mehr ausgeben wollt, dann müsst ihr aus euren Projektmitteln nehmen. Das heißt, ihr müsst dann auf andere Sachen, die ihr sonst finanzieren wolltet, verzichten. Oder sucht euch eine andere Zeitschrift. Ja, ich würde gerne die politische Frage der Qualitätssicherung beantworten. Also das ist eine Diskussion, die wir zum Beispiel gerade im letzten Wissenschaftsausschuss geführt haben, und zwar anhand, in dem Fall war das die Budgetberatung, also die Beratung über das Wissenschaftsbudget. Es ist gilt das neue Haushaltsrecht im Bund, das bedeutet, es gibt Wirkungsorientierung bei den Budgetzahlen und da werden Ziele gesetzt. Und die Ziele im Wissenschaftsbereich sind dermaßen absurd, lächerlich, das kann man sich kaum vorstellen. Ja. Also das ist, das sind so Ziele wie Zahl der Publikationen, das ist einfach eingefroren, ja. oder um 500 erhöht irgendwo. Ja. Also, oder zum Beispiel gibt es eine Kennzahl, Zahl der Kooperationen, das wird dann von jedem Budget dann zum nächsten Budget wieder geändert, dass es anders berechnet wird, sodass einfach de facto überhaupt keine Kontrolle da ist. Und das ist halt generell, finde ich diese Zahlen nicht sehr aussagekräftig. Also gerade wenn man weiß, wie Kooperationen momentan oder in vielen Bereichen funktionieren, ja, da gibt es halt eine Förderung, was weiß ich, Hochschulraum, Strukturmittel. Bedingung ist, dass drei verschiedene Institutionen zusammenarbeiten. Na, dann wird man drei Leute finden, die mit unterschreiben, und die Forschung basiert trotzdem an einer Institution und es wird halt mitgetragen. Ja. Also es ist generell die Vorstellung, dass man wissenschaftliche Qualität in quantitativen Zahlen messen kann, halte ich schon für grob fragwürdig. Ja. Also vor allem auch, deswegen auch vorher die Geschichte mit Salami-Taktik bei Artikeln und so weiter.
Auch die Zahl der Publikationen ist wenig aussagekräftig, je nachdem, wie das die Institution misst. Je nachdem, also, ja, also ist jetzt der Artikel in der Spatzenpost der Veröffentlichung oder ist, also, wo ist die Qualitätsgrenze? Da gibt es sehr viele Dinge, die qualitative Dinge, die nicht berücksichtigt sind in dieser Quantifizierung. Ich glaube, dass, also, das haben wir diskutiert anhand der Wirkungsorientierung, die aber natürlich rückfließt in die Leistungsvereinbarungen der Universitäten oder auch der anderen Institutionen, mit denen man die abschließt. Und dann gibt es halt Universitäten, die sind findiger in ihren Wissensbilanzen und in der Ausweisung von dem, was sie machen und haben halt Schlupflöcher, was sie in der Berechnung anders machen können als andere. Aber es ist ganz sicher, es gibt ganz sicher kein in irgendeiner Weise objektives Bild über die tatsächliche wissenschaftliche Leistung einer Institution ab. Mein Eindruck ist, also diese Diskussion angeregt und in diesem Ausschuss, es besteht halt insgesamt leider im Parlament und auch im Wissenschaftsausschuss traurigerweise sehr wenig Interesse daran, was wissenschaftlich eigentlich passiert, sondern man will mit Kennzahlen arbeiten und mit also auch sehr aus einer durchaus sehr ökonomischen Perspektive heraus, ja, wie viele Kooperationen gibt es mit Unternehmen, was ist da, was kommt dann an Patentierungen rein und alles solche Dinge. Es gibt kein inhaltliches Interesse und auch sehr wenig also Herzblut oder sowas ist da überhaupt nicht zu finden für Wissenschaft an sich oder Grundlagenforschung oder solche Dinge. Ja, es geht, also ein anderes Beispiel, Rankings, ja, genau dasselbe. Also es wird dann zwar eingeladen, der Karl-Heinz Töchterle hat organisiert zwei Vorträge, nämlich, weil es gibt dieses europaweite Ranking jetzt neuerdings, das die Kommission zahlt, auch dort, ja, also sagen alle, ja, es funktioniert nicht, aber haben wollen wir es trotzdem. Ja. Also ich glaube, dass da notwendig ist, dass der Druck aus der Scientific Community eigentlich größer wird, sich diesen Quantifizierungen zu widersetzen. Und auch die Universitäten müssten das eigentlich tun, beziehungsweise die Forschungseinrichtungen. Also alleinig, was an Kennzahlen berechnet werden muss für die Wissensbilanzen, das ist aus meiner Sicht über weite Strecken ein Witz. Ja. Also da brauche ich nur kreative Berechnungsmethoden, dann kriege ich das schon hin. Ja. Aber es hat ganz sicher nichts mit Qualitätssicherung und schon gar nichts mit Qualitätsentwicklung zu tun. Also Druck aus der Community bitte, ich mache eh mit. Dann würde ich noch da anschließen, also die Vervielfachung von Messungsinstrumenten und administrativen Instrumenten auch, liegt sicher auch an einer Veränderung der öffentlichen Verwaltung und des Hochschulraums in Europa in den letzten 2-3 Jahrzehnten so. Also je mehr man Dinge misst, desto mehr versucht man, Messinstrumentarien zu entwickeln. Und während ich schon der Ansicht bin, dass, ich weiß jetzt, warum ich mich die ganze Zeit bücke, weil dieses Mikrofon so weit unten ist, okay. Während ich schon der Ansicht bin, dass Universitäten der Gesellschaft darüber Auskunft geben müssen, was sie mit den Geldern machen, ist die Frage, ob tatsächlich die beste Wissenschaft macht, wer das größte Zitierkartell hat. Weil darauf läuft es momentan teilweise hinaus. Ich würde allerdings bei der Diskussion insofern vorsichtig sein, als dass die Frage ist, es muss, also wenn man sagt, es kann gar keine Messung geben, dann ist die Frage, ob man irgendwann zurückkippt in eine Vorstellung von einem universellen Subjekt, vielleicht einem Mann, der oder auch einer Frau, wenn sie die richtigen Voraussetzungen hat, der niemanden Rechenschaft schuldig ist, weil er ein einsamer Genie ist oder so. Und ich glaube, auch das ist gesellschaftspolitisch nicht unbedingt wünschenswert. Was ich noch sagen wollte, ist noch einmal, dass es ist auch momentan, wie es sich entwickelt, es ist auch wenig dialogfördernd so. Also haben wir einerseits die Vorstellung, dass Wissenschaft prinzipiell in wissenschaftlichen Gemeinschaften funktioniert, andererseits haben wir Voraussetzungen, die diese gemeinschaftliche Zusammenarbeit nicht gerade fördert, vor allem auch auf der globalen Ebene. Dann zweitens, ich weiß nicht, ob das mit dem Urheberrecht und den Nutzungsverwertungsrechten wirklich eine Frage war, aber... Also es war lang üblich, so von Anfang der 80er weg, 90er noch, dass man eigene Manuskripte zugänglich gemacht hat, entweder im eigenen Büro oder später auf der eigenen Homepage für Leute zum Kopieren. Ja. Und die Diskussion übers Urheberrecht und übers Nutzungsrecht im letzten Jahrzehnt hat das auch zunehmend schwieriger gemacht, dass Leute einfach auf ihrer eigenen Homepage quasi im Eigenverlag ihr Manuskript, bevor sie es dem Verlag schicken, auch ablegen. Das heißt, hat es eine Zeit lang eine gewisse Praxis gegeben. In dem Zusammenhang auch die Nutzungsrechte von wissenschaftlichen Texten
ändert sich momentan teilweise massiv. Also man findet inzwischen in US-amerikanischen Publikationen Artikel, wo am Ende steht, ich danke der und der Person dafür, dass ich das zitieren durfte, oder ich danke dem und dem Verlag dafür, dass ich das zitieren durfte. Das, auch das ist nicht sonderlich dialogfördernd. Und zuletzt zu der Frage mit dem moralischen Dilemma. Die Frage ist halt auch, ob Sie, wenn Sie irgendwann eine ordentliche Professur haben, ob Sie sich in dem Beirat, in dem Sie sitzen, oder in der Redaktion, in der Sie sitzen, sagen werden, meine Zeitschrift machen wir Open Access. Das ist meines Erachtens nach die moralische Frage. Ja, danke. Gibt es noch Fragen? Ja, ja. Solange keine andere. Nur Männer fragen, wie immer. Und zwar noch eine politische Frage direkt. Wir haben ein paar Forderungen Richtung Urheberrechtsnovelle gehört, so Zweitveröffentlichungsrecht, elektronische Semesterapparate wurden selber genannt. Wie ist denn da bei den Grünen der Stand? Würde mich ein bisschen interessiert. Also ich weiß nicht genau, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also grundsätzlich ist es so, dass wir, also ich bin jetzt seit einem halben Jahr im Parlament, es hat bis jetzt keine so elaborierte Positionierung all diese Fragen betreffend gegeben. Mein Vorgänger Kurt Grünewald ist doch eher vom älteren Semester, also der ist ja schon länger weg von der Universität und hat sich mit solchen Fragen jetzt nicht so zentral beschäftigt. Dafür aber mit anderen Dingen, also er war super Wissenschaftssprecher, ich will das jetzt nicht in Frage stellen, aber es gibt de facto keine Position zu diesen Dingen. Ja. Das Zweitveröffentlichungsrecht betrifft, also wir sind in der Ausarbeitung, diese Veranstaltung ist ein Teil der Positionsfindung, was das Zweitveröffentlichungsrecht betrifft, muss man schon auch schauen, wie das jetzt in Deutschland tatsächlich funktioniert oder ob es funktioniert und also so. Ja. Also es ist... Also da gibt es ja durchaus auch einige Learnings, würde ich sagen, die man zumindest aus der Diskussion in Deutschland mitnehmen kann. Also die andere Frage ist für mich halt, ob man es nicht noch viel radikaler angehen müsste. Also ich sehe eigentlich grundsätzlich überhaupt nicht ein, warum öffentlich finanzierte Forschung, warum das nicht einfach völlig selbstverständlich ist, dass es auch öffentlich zugänglich sein muss. Was die elektronische Semestergeschichte, was die E-Learning-Geschichte betrifft. Also ich würde mir schon wünschen, dass endlich jemand die Uni Wien klagt oder das könnte man ja selber initiieren. Ja, jemand, der selber was geschrieben hat, stellt das auf sein eigenes Moodle und dann kann man irgendwie sich selber wieder klagen und die Uni klagen. Einfach, dass das einmal ausjudiziert ist, dann hätten wir mal eine Rechtssicherheit. Also momentan ist das einfach unklar. Ja, es gibt mehrere juristische Interpretationen dazu, mit mehr oder weniger Überzeugung vorgetragen, aber ja, klar ist es eigentlich nicht. Ist ein gewichtiger Punkt. Jetzt wollte ich noch was ansprechen, das habe ich vergessen. Ja, leider vergessen. Denk noch nach und du hast hier noch das Schlusswort. Ich möchte jetzt dann, also wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann zu einer Abschlussrunde kommen. Und zwar jetzt doch zur politischen Ebene, die für uns natürlich, wir sind die Grünen, die hier Veranstaltung ist, es wurde ganz offen auch gesagt, und das stimmt ja auch, dass wir da auch in einem Positionsfindungsprozess auch in vielen Bereichen sind. Und gleichzeitig, und das merke ich bei fast allen netzpolitischen Gesprächen, deswegen tue ich das jetzt zusätzlich noch dazu hängen, was die Politik machen sollte, obwohl es beim Impulsreferat auch schon zum Teil vorkam, ist natürlich, wie immer in der Netzpolitik, die Frage, ist das überhaupt, wir sind ein Nationalratsabgeordneter und Bundesrat, auf nationalstaatlicher Ebene eine Frage, oder ist das nicht auch vielmehr eine europäische Frage? Mit der Runde würde ich ganz gerne auch am Schluss abschließen, beziehungsweise die Sigi dann auch bitten, so eine Art Resümee zu ziehen. Bitte. Ich glaube generell, dass die Bedingungen im Hochschulbetrieb sind etwas, die sich gesamteuropäisch werden ändern müssen. Sie haben sich von Ende der 1980er weg gesamteuropäisch geändert und es kann auch wieder in die andere Richtung gehen.
Aber das ist ein sehr allgemeiner Punkt. Das Zweite ist, ich glaube tatsächlich, was ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal sage, je mehr Leute, die das akademische und wissenschaftliche Kapital haben, sich entschließen, Open Access zu publizieren, desto einfacher wird es werden, auch für den Nachwuchs Open Access zu publizieren, weil man kann nicht von uns verlangen, dass wir uns in unserer Laufbahn schädigen, damit vielleicht spätere Generationen freien Zugang haben. Und wenn das jetzt das Schlusswort ist, ist das das Schlusswort? Ja. Okay. Also, es ist dein Schlusswort. Mein Schlusswort. Dann möchte ich schon noch einmal sagen, weil auch diesmal die Frage nach einer globalen Gerechtigkeit und nach einem globalen Wissenschaftsdialog wieder untergegangen ist, damit schließen, dass ich sagen möchte, dass was früher Mauern der Überheblichkeit und kolonialer Gewalt waren, sind jetzt Mauern des Zahlens, was den wissenschaftlichen Dialog betrifft. Danke. Bitte. Ja, also um nach Fußballsprache zu bleiben, gute Vorlage, das wollte ich mir auch zum Schluss sagen, nämlich diese Probleme, die wir hier diskutieren, da kann man auf nationalstaatlicher Ebene, insbesondere im kleinen Land, relativ wenig machen. Sie hatten mich vorhin gefragt, warum wir dieses Programm für Open Access Zeitschriften nicht mehr haben, weil wir festgestellt haben, also so viel hochqualitative Zeitschriften wird es in Österreich wahrscheinlich nicht geben. Gute Fachzeitschriften, wie Wissenschaft an sich organisiert, funktionieren auf der multinationalen Ebene zwischen verschiedenen Ländern. Die Konzerne, mit denen wir es in der Wissenschaft in einem Publikationssystem haben, funktionieren multinational. Das heißt, man wird das nur im länderübergreifenden Dialog und gemeinschaftlichen Finanzierungen und auch Aktionen lösen können. Gegenüber den Verlagen, aber auch mit der Scientific Community. Wir brauchen mehr Mechanismen eines, im Englischen sagt man Cross-Border Funding, also über die Landesgrenzen hinaus Förderungen. Und nur so sagen, werden wir sowas, das wäre so meine persönliche Vorstellung, auch Konkurrenten gegenüber den großen kommerziellen Anbietern schaffen können. Auf nationaler Ebene allein ist das völlig illusorisch, das funktioniert nicht. Resümee, also diese Veranstaltung ist ja dazu gedacht, also wie gesagt, wir arbeiten daran, Positionen zu finden und das auch in konkrete, also möglichst konkrete Legislative zu gießen. Ja, das, also wenn wir jetzt dann allgemein einen Entschließungsantrag auf Unterstützung für Open Access, das können wir schon nächste Woche einbringen, ja, aber das wird uns nicht wahnsinnig viel weiterbringen, sondern ich glaube, dass es mal darum geht, auf parlamentarischer Ebene ein Grundverständnis für diese Dinge zu erreichen und eine Sensibilisierung dafür zu erreichen für diese Dinge. Ich bin sehr froh über den Input von Ihnen beiden. Da gibt es auch schon Ideen. Also ich finde zum Beispiel, dass man schon mal eine parlamentarische Anfrage machen kann, um abzufragen, was denn die Bibliotheken so zahlen. Mal schauen, was man als Antwort so kriegt. Das finden Sie relativ einfach. Nur was sie pro Verlag zahlen. Das ist nein, schon. Aber das kann man, aber das könnte man ja mal sich anschauen, was es da nicht für Möglichkeiten gibt. Ja, also das Instrument der parlamentarischen Anfrage ist ja, gibt viele Möglichkeiten, wie man es kreativ einsetzen kann. Sind wir gut drin, gell? Ja, also vielleicht kann man, das überlegen, also da können wir auf jeden Fall was machen. Die Frage war ja, was können wir auf nationaler Ebene dazu machen? Ist die Einschätzung ziemlich sicher sehr richtig, dass das relativ eingeschränkt ist. Gleichzeitig haben wir schon Möglichkeiten, zum Beispiel, Förderprogramme kann ja auch was Multinationales sein, also die Geschichte mit Austria University Press. Solche Überlegungen gibt es ja schon seit sehr langem, aber das sind ja alles Dinge, die man eigentlich sehr stark politisch anschieben kann, ja, wo es eigentlich was ein interessantes Betätigungsfeld wäre. Also das ist sicher ein Punkt. Andere Punkte, die man sich genau anschauen muss, wo ich jetzt selber noch nicht genau weiß, was drinnen steht, weil wir wissen es ja nicht, was mit TTIP und TISA ist, was da urheberrechtsmäßig wieder drinnen steht und ob dort was relevant wird, auch für diesen Wissenschaftsbereich. Das kann ich nicht abschätzen. Das wird man schauen. Und generell
vielen Dank für den Input und wir werden halt schauen, dass wir eine Position dazu entwickeln und also mein Ziel ist es für diese Legislaturperiode, dieses Thema deutlich voranzutreiben und dem Ministerium da auch stark auf die Zechen zu steigen. Vielleicht, hoffentlich bringen wir ja was weiter. Ja, danke Sigi. Ich erinnere mich, ich komme ja nicht aus der Wissenschaftspolitik, sondern eigentlich aus der Kulturpolitik. Es gab vor 2 Jahren eine Studie des Kulturministeriums, finanziert aus öffentlichen Mitteln, über Einsparungsmöglichkeiten, aber auch Schuldenstände in den Bundestheatern. Das wurde nicht veröffentlicht, weil das ja sozusagen schädigend wäre für einen Betrieb, weil es ja so viel Konkurrenz zu den Bundestheatern auf Bundesebene gibt. Das wurde nicht veröffentlicht. 1 Jahr später oder 1,5 Jahre später musste der Burgtheaterdirektor zurücktreten und gestern trat der Bundestheater-Holding-Chef zurück. Es wurde viel Steuergeld verloren und das wenige Steuergeld, das für die Studie finanziert worden ist, ist sozusagen auch immer noch im Verschluss und liegt im Kulturministerium in einer Schublade und wir dürfen es nicht sehen. So viel zu Open Access, das war das Abschlusswort. Vielen Dank nochmal ans Depot, euch habe ich vergessen, ihr seid wie immer ein tolles Team und wenn es noch Fragen gibt, dann kann man ja da draußen noch ein bisschen plaudern. Dankeschön.